Sehr geehrte Frau Merkel, Sie haben heute meine Frage bezüglich Cannabis per YouTube beantwortet. Ich bin von Ihrer Antwort leider nicht überzeugt und ehrlich gesagt auch etwas enttäuscht. Ich hätte eigentlich erwartet, dass Sie sich bei dieser Gelegenheit etwas besser vorbereiten, etwas mehr mit der Materie auseinandersetzen. Ihre Aussagen, wie das Cannabis sofort eine Suchtgefährdung bieten würde, dass die Leute davon sehr abhängig würden, ist medizinisch gesehen Unsinn, gerade wenn Sie es mit den anderen Drogen wie Alkohol und Tabak vergleichen. Auch Ihre Aussage, dass bei einer Legalisierung die Schwelle sinken würde, also wenn Sie damit meinen, dass Menschen mehr Cannabis konsumieren, nur weil es legal ist, diese Aussage ist auch nicht haltbar. Sie haben auch meine Frage insofern etwas verdreht. Sie sprachen plötzlich von einer Cannabis-Freigabe. Ich habe davon gesprochen, dass ich gerne den bestehenden Schwarzmarkt in einen regulierten, legalen Markt überführen möchte. Das ist das exakte Gegenteil einer Freigabe. Diesen freien Markt haben wir schon. Ich hätte gerne einen Markt, wo der Staat schaut, wie ist die Qualität, dass wir einen Markt haben, wo Jugendschutz kontrolliert wird. All das haben wir heute nicht. Und diese Aspekte, auf die sind Sie leider gar nicht erst eingegangen. Ebenso sprachen Sie davon, dass Sie gerne mehr Prävention hätten. Ja, ich bin auch dafür, dass wir mehr Suchtprävention finanzieren, dass wir die Menschen Drogenmündigkeit näher bringen. Leider findet das in Deutschland kaum statt. Die Ausgaben im Bundeshaushalt hier liegen im Millionenbereich, während gleichzeitig jedes Jahr Milliarden ausgegeben werden für die Repression. Für Prävention bleibt dann relativ wenig Geld, auch wenn das in alle Politiker querbeet fordern. Es muss halt auch das Geld dafür bereitgestellt werden. Deswegen hätte ich es gut gefunden, wenn Sie auf die Idee einer Cannabis-Besteuerung eingegangen wären. Vielleicht hätten wir dann zusammen eine Idee entwickeln können, wie wir die Drogenprobleme insgesamt reduzieren können. Wir haben selbst gesagt, es gibt 2 Millionen Cannabiskonsumenten in Deutschland. Diese warten immer noch auf eine Antwort. Ich gehe davon aus, dass viele davon ähnlich unzufrieden sind mit Ihrer Antwort, die Sie heute gegeben haben, wie ich. Es haben 30.000 Menschen an einer Petition teilgenommen, die die Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten fordert. Auch hier warten wir noch immer auf eine Antwort. Deswegen mein Angebot an Sie: Treten Sie in einen konstruktiven Dialog mit uns. Sie sind herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden, und dann können wir mal schauen, ob wir vielleicht uns beim einen oder anderen Punkt nicht etwas verständigen können.